Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM 21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher? Wie war das denn in der vergangenen Woche? Da haben wir noch überlegt, wie geht's mit dem BVB weiter? Ja, was bringen uns die Verpflichtungen, die dann auf einmal aufploppten, ne? Von Jadon Sancho und Ian Maaßen. Und dann war das Spiel gegen Darmstadt und Michael, wir haben gemerkt, also für den Moment war das erstmal gar keine doofe Idee, die der BVB da hatte mit den beiden Neuen, ne? Nee, also das glaube ich, kann man sagen, ne? Obwohl, ja, es fing ja ein bisschen zaghaft an, das Ganze, das muss man ja sagen, ne? Also, du erinnerst dich, wir haben ja immer unseren WhatsApp-Austausch. Ja, ja. Und jetzt mache ich mal das, wo ich mich selbst mit reinlege, egal, wo ich dir noch gesagt habe, Mensch, ich habe gerade gesehen, der Maaßen, der ist ja nur 1,67 groß und wiegt 57 oder 1,60, ich weiß nicht, und wiegt nur 57 Kilo. Ne? Ja. Da habe ich schon große Bedenken gehabt wieder. Aber nein, das war doch dann überraschend gut irgendwie. Ne? Obwohl, da muss ich jetzt auch nochmal dazu sagen, ich hatte ja die ersten 10 Minuten nochmal kurz mir kurz die Daten angeschaut und da war es übrigens Torschüsse 1-1. Laufleistung war BVB etwas besser mit 12,4 gegenüber 12,08 Kilometer. Passquote 88%. Bei Darmstadt wohlgemerkt, beim BVB 75, Flanken 2-0 für Darmstadt, Ballbesitz 67 für Darmstadt und Zweikampfquote 55% für Darmstadt. Da habe ich ja schon wieder, da drehte sich schon wieder alles. Aber dann, ja, dann wurde es gleich besser und ja, das war alles okay, ne? Würde ich mal sagen. Was heißt alles okay? Alles okay ist übertrieben, es war ein Pflichtsieg, aber ja, es waren gute Ansätze. Also, wo ich mich natürlich also gleich ertappt gefühlt hatte, war bei Maaßen, ne? Oder Maaßen. Maaßen. Ja, also wirklich, der war ja von der ersten Minute war sofort da. Ja, gut gespielt, gut aufgepasst, super Stellungsspiel, Zweikämpfe gewonnen, nach vorne gute Aktionen gehabt. Also, muss ich sagen, Hut ab, ne? Und da muss man ja sagen, diese gelbe Karte war ein Witz, ne, die er gekriegt hat. Da bremst er ja und rutscht er in diesen Torwart rein. Also ja, das war gut. Und ja, und dann hast du ja schon gesagt, unser Freund Sancho hatte ich ja auch ein bisschen, was heißt Bedenken, hatte ich gar nicht gesagt, war richtig, das haben wir ja gesagt, ne? Oder ich habe es gesagt, ne? Also es war richtig, den zu holen für das Geld. Wir haben dann aber auf die möglichen Probleme hingewiesen. Aber nein, das war absolut okay. Der kam rein, man hat echt Spielfreude gemerkt. Gut, die ersten zwei, drei Aktionen sind in die Hose gegangen. Aber das ist natürlich auch mangelnde Spielpraxis. Aber dann natürlich diese Vorbereitung zum 1-0 von Reus. Ja, und da hast du richtig gemerkt, wirklich, das war schön. Das hat Spaß gemacht, absolut. Das hat unser Herzchen ein bisschen berührt, ne? Ja, ja, absolut. Positiv, absolut. Ne? So wollten wir dann ja auch, ne, ins neue Jahr starten. Der BVB hat sich mit all dem eine ganze Menge vorgenommen. Ich weiß noch, vergangene Woche haben wir ja gesagt, mein lieber Herr Gesangsverein, ja, zwei neue Co-Trainer, dann zwei Leihspieler, also auch nur geliehen bis zum Saisonende. Der eine Problemkind, ja, und der ist ja aber in Manchester United, ist ja eher derartig abseits der Mannschaft in die Ecke gestellt worden, dass das irgendwie schon sehr kurios wirkt, was der BVB sich da in Anführungszeichen antut, also mit hohem Risiko verbunden. Aber, ne, haben wir vergangene Woche schon gesagt, entweder rufen sie nach der Saison Hosianna, was sind wir super, also was sind wir kreativ und geil, oder oh weia, das ist krachend gescheitert. Ne? Also, mit Sancho meinst du jetzt? Ja, alles, dieses ganze Konstrukt mit Schein, Bender und bei Terzic ja, zu bleiben, ja, und Sancho zurückzuholen, also das ist ja schon eine High-Risk-Geschichte, auf die sich der BVB da fokussiert hat, aber offenbar mit der Überzeugung, yes, das wird gelingen, das kann klappen. Ja, also bei Sancho sind wir uns ja eigentlich, ich meine, das wird so oder so ein Problem, ne? Wenn der, jetzt fangen wir schon wieder an, negativ, ja, ja. Ich weiß gar nicht, sind wir denn so negativ? Hat gerade erst 30 Minuten gemacht, aber erzähl, ja? Nein, aber ich meine, das Risiko ist ja insofern,
was heißt das Risiko? Die Problematik bleibt ja, wenn er jetzt richtig auftrumpft, ja, und richtig geil spielt, ne? Das ist ja das Problem, selbst wenn du ihn behalten willst, das wird wahrscheinlich nichts, ne? Weil dann werden die natürlich auch nicht sagen, ja gut, komm hier, für 10 Millionen habt ihr ihn. Die haben ja eine Riesenkohle gezahlt, da werden die auch wieder ein bisschen für haben wollen. Das wäre natürlich wiederum dann schlecht, ne? Und wenn ein Spieler sagt, nee, ich will aber jetzt zum BVB, ja, das interessiert die übrigens mal gar nicht, ne? Also das wäre dann natürlich sehr, sehr schade. Aber nochmal, für diese Halbserie jetzt erstmal. Für 4 Monate. Ja, ja, das haben wir aber auch letzte Woche gesagt, also bei allen Negativen, ja, das muss man sagen, ist das natürlich eine goldrichtige Entscheidung gewesen. Also für das bisschen Kohle, den zu holen, da ist das Risiko relativ gering. Ne? Das muss man ja sagen. Also man hat ja auch gespürt, der will wirklich, und gut, da wird auch ein bisschen übertrieben. Ne? Da haben wir ja letztes Mal schon gesagt, also ob das jetzt alles so toll ist. Aber für ihn ist das natürlich, wenn du aus diesem Drama da kommst, von Man United, und kommst zurück in die Stadt und in das Stadion und zu der Mannschaft, wo du dich wohlfühlst, und das hast du ja tatsächlich gemerkt, ja, das tut ihm gut, und natürlich hat er die Qualität, da jetzt auch wirklich entscheidende Dinge zu tun. Ich meine, das hat man ja gesehen. Ja, also, aber das war schon irgendwie, wenn man sich das mal hinterher so zusammenreimt und das alles so stimmt, wie es kolportiert wird, das wirkte wie so eine Geheimoperation, ne? Also, dass sich der BVB, Sancho soll wohl Zugang gehabt haben zu seinen eigenen Leistungsdaten. Er hat sich ja jenseits der Profimannschaft fit gehalten. Und diese Leistungsdaten, die von den Spielern ja regelmäßig gezogen werden, da soll er wohl Zugang zur EDV gehabt haben, um die dem BVB zur Verfügung zu stellen. So nach dem Motto, schaut mal, also ich kann's noch, also ich bin einigermaßen fit. Und auch die Kommunikation zwischen ihm und Aki Watzke, der ihm nach seiner Suspendierung wohl relativ schnell irgendwie Mut zugesprochen haben soll und ihm dann irgendwann den Impuls gegeben hat, dann kommt noch eben zurück nach Dortmund, dann Gespräche mit Kehl, mit Terzic. Also das muss schon eine ganz spannende Nummer gewesen sein zwischen all denen. Ne? Ja, das sind schöne Geschichten, die heutzutage gab. Ja, ja. Wobei, erzähl bitte. Nee, und das Lustigste ist dann ja, dass Aki Watzke sich dann da hinstellt und sagt, das ist noch gar nicht so, der hat doch kein ein Disziplinproblem hat er nicht. Ja, also das mit dem zu spät kommen, also da muss ich auch sagen, ja. Also, ja, das ist ja kein Problem. Doch, also das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Problem. Also erstmal finde ich es unglaublich, dass ein junger Spieler, gut, das kann mal passieren, dass du einen hast, der nicht so ganz, nicht so ganz aufmerksam ist, was die Zeit ist, das kann 2-3 Mal passieren, aber dann trete ich den sowas von in den Arsch, und das hat natürlich Auswirkungen auch auf die Mannschaft. Ich weiß das, wir hatten mal so einen Kollegen bei Werder früher, Hani Ramsi, da war genau das Gleiche. Okay. Ja, der kam da, und weil er sagt, ja, ist ja nicht so schlimm, und da hat er, was, wie sagt der Watzke, hat er nur ein Problemchen irgendwie mit der Wahrnehmung, ist egal. Aber ich kann dir nur sagen, das geht so einer Mannschaft auf die Dauer richtig auf den Sack. Ne? Weil alle sind pünktlich da, das gehört zur Disziplin, das hat mit der Mannschaft zu tun, und solange alles läuft, geht's noch. Ne? Aber wenn es dann mal kleine Krisen gibt, alle sind da, und dann kommt auch noch so ein junger Bursche, kommt immer wieder zu spät. Ne? Das nervt. Also das mag man jetzt, das mag für die Außenstehenden vielleicht jetzt nicht so ein Problem sein, aber ich sage dir, das kann ein richtiges Problem sein, weil alle sind dann abgenervt, weißt du, du konzentrierst dich gerade in Krisenzeiten auf alles, auf jedes Detail, und dann sitzt du da und so eine Mannschaftsbesprechung oder irgendwas, und wer fehlt? Immer derselbe. Ja? Und das geht dir auf den Sack. Ne? Und das kann schon zu Problemen führen. Also so, wie Aki Watzke das so abtut, so weißt du, ja. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, so ist das nicht. Ne? Also das ist auch ganz klar. Aber trotzdem nach wie vor, auch das wäre kein Grund, den jetzt nicht zu holen. Also da steht schon mal fest. Ne? Aber du hast ja auch Schein und Bänder angesprochen. Ja. Und auch da hatte ich ja gesagt, oh, das kann auch ein Problem, und dies, man weiß es nicht. Und ne? Aber ich muss sagen, ich habe hinterher natürlich diese Interviews, vielleicht wie du auch gesehen, mit Aki Watzke und auch mit Edin Terzic. Und wenn es denn tatsächlich so ist, da gehe ich jetzt mal von aus, warum soll man da Zweifel haben, dass auch Edin Terzic selber das mehr oder weniger vorgeschlagen hat, ja, und sagt, pass auf, ich bin stark und ich brauche starke Leute an meiner Seite, nicht irgendwelche Luschen, ja. Und auch Aki Watzke das nochmal bestätigt hat, also da muss man sagen, ja, das kann auch natürlich so sein. Und dann muss man natürlich unsere ganze Kritik wieder so ein bisschen relativieren.
und sagen, ja, da ist natürlich auch was dran. Ne? Du, also das kann schon sein. Wie gesagt, ich bleib dabei. Das kann richtig gut funktionieren. Aber wenn es sportlich nicht läuft, werden natürlich die kritischen Stimmen sofort deutlich lauter. Ich bin dann der Erste, der wieder sehr kritisch ist. Nein, davon ab. Ich bin auch jemand, der sich super gerne mit starken Leuten umgibt. Andere sind eher so gepolt, die sagen, um Himmels Willen, da holst du dir doch direkt eine Konkurrenz ins Haus. Aber ich bin der Meinung, man kann auch nur was werden, wenn man gute Leute um sich herum hat. Also, ja, dem Prinzip stimme ich zu. Ja. Und vor allem muss man ja sagen, wenn das tatsächlich so ist, nochmal, und da gehen wir jetzt mal von aus, logisch, warum nicht, dass Edin da auch hintersteht, dann muss man ja auch sagen, dann ist dieses Risiko nicht so groß, weil er hat es dann selbst zu verantworten, weißt du, dann fühlt er sich nicht übergangen, also auch wenn es dann so dazu kommen sollte, dass er dann vielleicht plötzlich da die muss feststellen muss, dass er aufs falsche Pferd gesetzt hat und vielleicht selber drunter leidet, dann ist er selber schuld, ne? Dann gibt es auch kein Problem oder kann es kein Problem geben, weil dann hat er eben selbst in den Scheißhaufen gegriffen, und da kann er keiner anderen für verantwortlich machen. Das ist ja ein Unterschied, ob ich das selber möchte und verantworte oder ob mir das einer vor die Nase setzt. Ne? Das ist ein entscheidender Unterschied. Ja. Und insofern habe ich da jetzt auch überhaupt gar kein Problem mehr. Nee. Was wir auch gar nicht wissen, ist, wie die weitere Lebensplanung von Edin Terzic aussieht. Das kommt noch dazu. Ne? Also wir wissen ja gar nicht, will der Mann nach den Erfahrungen, die er jetzt auch wieder gemacht hat, will der auf Dauer Trainer bleiben? Oder sieht er sich wirklich eher in einer anderen Rolle? Er scheint ja ein besonderes Händchen dafür zu haben, auch mit Spielern umgehen zu können. Also siehe Sancho, der ja auf ihn schwört und der ihn ja wohl irgendwie so auch ein Stück weit, obwohl der Edin ja beileibe noch gar nicht so alt ist, so ein Stück weit entweder als großen Bruder oder auch als Vaterfigur sieht. Ja, er spricht mehrere Sprachen. Entschuldigung, aber möglicherweise überlegt er ja wirklich, ob er eventuell auf einer Sportdirektorenposition in Zukunft glücklicher wird. All das wissen wir ja gar nicht. Also insofern mag das auch alles bei dieser gesamten Thematik dahinter stecken, nach dem Motto so, komm, also jetzt hier nochmal einen Ruck und da bringen wir die Saison zu Ende und dann schauen wir mal. Und genauso sehe ich im Übrigen das Thema Sancho. Du hast natürlich gesagt, klar, also Man United wird denn nicht für 3,50 € dann wieder ziehen lassen, das steht außer Frage. Wenn er seinen Marktwert jetzt wieder, der ja zuletzt irgendwie so bei 15 taxiert wurde, auf 25, 35 heben sollte, jetzt mal ganz ehrlich, für die Kohle hat der BVB, aber sollte das dann schon wirklich funktionieren, ganz andere Vögelchen geholt, ne? Ja, das stimmt allerdings. Ja, ja, gut, aber jetzt, das ist ein Bereich, da sage ich, ja, ja, das wäre kein Thema, aber nochmal, wenn die den für, wie viel, was haben die da bezahlt? 85 oder plus, ja. 85, gekauft haben, ja, und jetzt kommt der BVB und will den wieder haben. Ob die dann für 25, 35 gehen lassen, weiß ich nicht. Denn die Alternative? In England spielt das Geld ja keine Rolle. Ne? Ja, was ist denn die Alternative? Also es kommt ja auch darauf an, ob dieser Trainer weiterhin bei Man U tätig ist oder ob der auch irgendwann mal ersetzt wird. Weil so richtig rund läuft es ja bei Man U seitdem eigentlich schon seit langem nicht mehr. Also zu viel Geld willst du auch nicht verbrennen. Und selbst wenn dann irgendwie ein anderer kommen würde und sagen würde, pass mal auf, wir bezahlen aber die 50, kann doch der Spieler oder bin ich dazu blauäugig? Der Spieler kann doch einen Transfer verhindern und sagen, da gehe ich aber nicht hin. Dann bleibe ich hier. Theoretisch kann er das, ja. Also rechtlich gibt es da keine Chance. Gut, dann kann natürlich wieder Menu sagen, ja, pass auf, Junge, dann wirst du übrigens nie wieder spielen, dann lassen wir dich hier schön verhungern. Ja, das wäre auch eine Option. Ne? Also am Ende hat es das noch nicht gegeben. Ja, da geht es um zu viel Geld und ja, dann kommen ja auch ein bisschen die Medien damit ins Spiel. Also es vermutlich würde sich dann da eine Regelung finden lassen, wo alle Seiten ein Stück weit zufrieden sind und auch Zugeständnisse. Du, wir haben uns doch damals schon gewundert, dass der Sancho überhaupt für den in Anführungszeichen relativ schmalen Kurs zu Manchester United gegangen ist. Ja, so, ich hatte eher so das Gefühl, das konnte der BVB damals nicht verhindern, weil er da unbedingt hin wollte. So, und möglicherweise war auch dieses, wir verhindern das nicht, die Eintrittskarte dafür, dass er sich daran erinnert hat und gesagt hat, okay, die sind in Dortmund insgesamt mit mir ganz gut umgegangen, also da bin ich nicht im Groll gegangen, da kann ich auch wieder zurückkommen. Ne? Ja. Ja, so. Das andere Thema, wie gesagt, der wird dann so vielleicht so ein bisschen vergessen und ich bin auch mal gespannt, wie die nächsten Wochen mit ihm werden. Ian Maatsen, ein Niederländer, ein junger Kerl, der ja eigentlich bei Chelsea unter Vertrag steht, aber irgendwie wie so ein Wanderpokal, so durch die Lande gezogen ist. Deswegen haben wir auch gedacht, na,
klein, schmächtig, Linksverteidiger, Notlösung, Ryerson verletzt, Benzebaini beim Afrika-Cup, außerdem Benzebaini, selbst wenn er zurückkommt, eigentlich nicht derjenige, der Ansprüche anmelden kann, da auf dem Stammplatz. Dafür war seine bisherige Saison viel zu schlecht. Also so ein gutes Spiel, wie der Madsen abgeliefert hat, habe ich von Benzebaini in der Saison noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Genau. Ne? Also das war wirklich, das war bei, also ich war echt beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Ja, ne? Also schön. Von dem jungen Burschen. Gut, wir müssen natürlich auch nicht vergessen, sie haben gegen Darmstadt gespielt. Ne? Also das sind jetzt auch nicht Situationen, nicht viele Situationen aufgetreten, wo man jetzt, sagen wir mal, an seine Leistungsgrenze kommen müsste. Ne? Also das steht auch schon mal fest. Aber wie gesagt, also ich fand, dass er sich gerade im Zweikampfverhalten in der also individualtaktisch sehr gut verhalten hat, aber auch so taktisch gut verhalten hat, was die Zweikampfführung angeht. Also er hat gut gestanden und ist in die richtige Position, ist im richtigen Moment draufgegangen. Also das hat schon echt, muss ich sagen, das hat mir gut, sehr gut gefallen, ehrlich. Ne? Gut, was machen wir natürlich bei Eckmann nehmen, aber das ist eine andere Geschichte, das gucken wir mal später an. Ne? Ja. Nee, also das war in Ordnung. Und nochmal kurz zu Shahin und Bender, ne? Also ich, oder in Bezug auf das Spiel gegen Darmstadt, ne? Ich weiß nicht, ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwas, am Anfang fing es ja schlecht an, aber du wolltest ja immer besser, dann habe ich immer gesagt, irgendwas ist anders als in diesen sonstigen Spielen gegen den vermeintlich schwächeren Gegner, wo es dann die eine oder andere Pleite gab und die eine oder andere Überraschung. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass sich da irgendwas geändert hat. Das macht natürlich jetzt was hier. Ich kann es leider nicht begründen. Aber so, also ich fand, dass sie relativ souverän mit dieser Situation umgegangen sind. Diese knappen Führung, ohne dass sie jetzt überragend irgendwie jetzt gespielt hätten. Aber ich habe schon irgendwie so ein Gespür gehabt, dass sie relativ sich sicher gefühlt haben. Ich meine, gut, da war diese eine Szene, du erinnerst dich, irgendwie diese 67. Minute war es, glaube ich. Ja. Als der Pfeiffer 2,5 Meter vom Tor allein zum Kopfball kommt und Kobel da ja auf unglaubliche Art und Weise dieses 1-1 verhindert hat. Aber das war auch die einzige Situation, an die ich mich erinnern kann, wo es ein bisschen eng war. Und ansonsten haben die das Ding relativ entspannt, ruhig, ohne Hektik, so weitergespielt, ne? Mhm. Und dann auch ja echt souverän das Ding irgendwie rausgeschaukelt, ne? Das war jetzt wieder kein Glanzpunkt oder nochmal, aber es war das erste Spiel wieder nach der Pause. Mhm. Ja, es waren zwei neue Leute am Start. Es war diese Situation, dass es ja alles zum Ende des Jahres da echt im Drama endete. Also da kam ja einiges zusammen. Und dafür fand ich sie jetzt relativ entspannt. Und da habe ich gedacht, ja, das kann schon auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass Schein und auch Bender da schon Akzente gesetzt haben. Oder hattest du einen anderen Eindruck? Nein, überhaupt nicht. Ich kenne im Übrigen gerade mal die Personallage des BVB für das Spiel jetzt am Wochenende. Edin Terzic hat gerade bei der Pressekonferenz erzählt, dass also Mats Hummels immer noch schwer angeschlagen ist und Marco Reus jetzt auch eine dicke Erkältung hat. Ja, also bei den beiden können es unter Umständen echt wirklich knapp werden. Madsen und Sancho stehen zur Verfügung. Da hätte man im Übrigen jetzt vorgestern auch nochmal eigene Werte gezogen. Also sich nicht nur auf das verlassen, was man bekommen hat, sondern eigene Werte gezogen. Und wie hat er es gesagt? Wir haben ihn und Ian am Dienstag getestet, um eigene Werte zu bekommen. Und die waren herausragend. Oh. Ja, jetzt sag mal. Ja, trotzdem werden wir sehr behutsam mit ihm umgehen, auf Sancho bezogen. Ja, also die waren herausragend. So, dann ist das ja schon mal erstmal nicht so ganz so verkehrt, ne? Definitiv nicht, ne? Ja. Ja gut, Mats Hummels muss man abwarten. Wobei, das war ja die nächste Geschichte, das muss man ja mal auch sagen, ne? Dass da plötzlich überraschenderweise Emre Can da hinten drin stand. Ne? Genau. Und der gute Niklas Süle. Trotz seiner monsterroten Grätsche. Also du kannst dich nicht auf einer Monstergrätsche pro Saison ausruhen, leider. Das ist auch aus seiner Sicht. Ja, was ist denn da los? Hast du da mal was gehört? Nee, also das ist ja wieder nur die Nummer, da kannst du ja wieder nur mutmaßen, ne? Also wieder nur mutmaßen, ist er nicht anständig fit aus dem Urlaub zurückgekommen. Die Testspiele, die er gespielt hat, die waren nicht wirklich gut da im Trainingslager, aber das war von der gesamten Mannschaft nicht gut. Ja, aber es ist natürlich ein Zeichen. Also es ist schon ein Zeichen und ein deutlicher Hinweis an Niklas Süle,
pass mal auf, du willst unbedingt Europameisterschaft spielen, du willst Nationalmannschaft spielen, dann muss bitte jetzt deutlich mehr von dir kommen, dann musst du hier seriöser reingehen, wenn ich das mal so deuten darf. Ne? Ja, das hat ja Kehl auch ganz klar gesagt. Ne? Der hat ja gesagt, wir sind nicht so richtig zufrieden mit dem, was er abliefert. Ne? Also das sagst du ja nur, sowas sagst du eigentlich nur, wenn du echt konkrete Vorwürfe hast. Ne? Also diese Mutmaßungen, ja, dass er mit seinem Gewicht nicht so ganz aber so richtig seriös umgeht oder dass er sich nicht so richtig reinhaut, das heißt es ja übersetzt irgendwo schon, dass dass es da zumindest mal Kritikpunkte gibt. Ne? Mhm. Also ich meine, wenn er gespielt hat, hat er ja nicht jetzt komplett versagt, das kann man ja wirklich nicht sagen. Also hat ja bis auf die Monstergrätsche auch sonst noch einige gute Aktionen gehabt, aber sowas sagst du als Teamchef dann, als Führungsperson so einer Mannschaft eigentlich nur, wenn du echte Kritik hast, richtige Kritik. Ja, ja, und wenn die das auch irgendwie so diese letzten Prozente eben, die du eigentlich als in dieser, sagen wir von dieser Qualität Spieler erwartest, dass du die eben nicht kriegst. Ne? Ja, und wenn diese Kritik möglicherweise auch über die Öffentlichkeit gespielt wird, ist das auch nochmal ein deutlicher Fingerzeig an den entsprechenden Strategen, dass diese Kritik dann auch bei ihm ankommt. Ne? Also das mag kein Spieler, wenn er vom eigenen Verein öffentlich angezählt wird. Ich meine, bei ihm war es ja schon so, dass das auch in der Nationalmannschaft ja auch schon ein Thema war. Ja, eben. Ja, so. Und und jetzt kommt es vom eigenen Sportdirektor auch noch. Ne? Das ist dann ja natürlich auch eine ganz gute Rollenverteilung zwischen Trainer und Sportdirektor, Good Guy, Bad Guy. Ne? Also nach dem Motto, komm, mach du das mal und dann gucke ich mal, ob es bei mir im Training dann mit ihm besser wird. Ne? Warum nicht? Ja, aber mal gucken, wie es jetzt gegen Köln so wird. Eigentlich gibt es ja keine Veranlassung, das großartig zu ändern. Was zur Diskussion gestellt wird, ist aktuell die Frage, ob der BVB möglicherweise, weil der Moukoko mal das Tor getroffen hat, überlegt, auf eine Doppelspitze umzustellen. Ja, gut. Ja, die Option hast du. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das. Ja, ich meine, du hast viele Optionen. Ja, aber du hast. Ich meine, nochmal, also es war Darmstadt. Also in diesem Zusammenhang muss man auch mal Beino Gittens nochmal kurz erwähnen. Das war ja auch sensationell, was der da gemacht hat vor dem Tor. Ne? Das war schon ein super Dribbling. Ja. Du kannst natürlich jetzt nicht diese so zwei, drei einzelne Aktionen, kannst du jetzt ja nicht irgendwie auf das Gesamtkonstrukt sofort jetzt projizieren und dann schon was ich für Mutmaßungen da irgendwelche Mutmaßungen haben, wie es sein könnte. Alles schwierig, ne? Also dafür ist es jetzt noch ein bisschen früh in der im neuen Jahr, aber zumindest mal klar, hast du die Option, mit zwei Spitzen zu spielen. Ich meine, Niklas Füllkrug hängt ja auch ein bisschen durch, so die letzte Woche, muss man auch sagen. Ne? Also das, da wurde ja auch schon so einiges da nach diesem Tor von Moukoko jetzt in der Öffentlichkeit, sprich in den Medien, so ein bisschen aufgezeigt, dass man Füllkrug vielleicht dann schon wieder in die zweite Reihe dann vielleicht zurückversetzt und so. Ne? Mm. Ja, das sind aber alles. Nein, da bin ich ganz bei dir. Also das sind alles so. Sollte doch mal länger mit einem Jadon Sancho auf dem Platz stehen, dann hat er vielleicht endlich mal einen, der ihm die Flanken dort reinlegt. Weil das ist doch ein Problem gewesen bei Niklas Füllkrug. Also wie oft war er schon letztendlich der Vorbereiter und hätten andere mit seinen Ideen und mit seinen Vorlagen noch mehr anfangen können, als sie es getan haben, dann hätte er noch mehr Scorer-Punkte auf seinem Konto, weil er eher so derjenige ja auch war, der ganz viel hat abtropfen lassen oder der dann nochmal den letzten Pass gespielt hat. Ja, ich weiß, ich gehöre da so tendenziell zum Niklas Füllkrug Fanclub, weil ich Haben wir ja immer ganz klar kommuniziert. Ja. Also ich bin da, wie gesagt, nochmal, also diese Geschichten kamen
aus dem Bereich Medien, die ja auch gerne so ein bisschen Stress machen und so ein bisschen Unruhe zu stiften. Mhm. Also ich bin da ganz bei dir. Also das ist für mich jetzt auch keine Option. Mhm. Aber gut zu wissen, ich meine auch sicherlich gut für Moukoko, ist, dass er dieses Tor geschossen hat. Ich meine, das war ja jetzt auch kein Zufall. Das war super gespielt. Das hat er gut gemacht. Eine super Kombination mit Sabitzer. Ja. Ich meine, das gibt Selbstvertrauen. Und ich finde, das ist auch das Entscheidende, was man vielleicht aus diesem Spiel dann als Reaktion ziehen kann, dass es Selbstvertrauen gibt. Ne? Also du hast einen Moukoko, der ein Tor schießt. Mhm. Ja? Du hast einen Sancho, ja, der auch gerade mit Reus, weißt du, wie früher, wie sein letztes Tor auch, in Kombination mit Reus, dieses Tor, also Reus macht dieses Tor, Sancho legt super auf. Ja, der war irgendwie gleich dabei, obwohl er, wie gesagt, 2-3 Fehlpässchen da und nicht so gute Aktion hatte. Da fand ich übrigens zum Beispiel Kickernote 2 für Sancho ein bisschen übertrieben, aber dann so ist nun mal auch die Medienwelt. Ja, aber das sind ja alles dann diese, was ich schon angesprochen hatte, ja, diese relative Sicherheit, da nicht wieder zu verfallen und das Spiel einfach laufen zu lassen, sondern die haben das Ding relativ locker dahergespielt. Und ich meine, Darmstadt muss erstmal 3-0 schlagen. Ja, so also es ist ja nicht so, dass die eine Packung nach der anderen zu Hause gekriegt hätten. Das waren oft knappe Ergebnisse und die waren heiß wie Frittenfett. Ne? Die haben jedenfalls auch gut angefangen. Also das war absolut in Ordnung. Ne? Und da gibt's natürlich jetzt eben viele positive Dinge, die Mannschaft da mitnehmen kann. Ne? Und das ist, finde ich, ist das Wichtigste aus so einem Spiel. Ja, wenn du mit so einem Desaster-Programm dann wie in den letzten Spielen im vergangenen Jahr dann in die Winterpause gehst und wahrscheinlich auch dauernd schlechte Laune kriegst und dann kommt dieses erste Spiel dann in Darmstadt und du weißt, oh, das waren immer unsere Spiele gegen diese Underdogs, wo wir immer versagt haben und jetzt haben wir auch noch zwei neue und so. Das sind so ganz viele Fragezeichen, die so eine Mannschaft verunsichern kann. Und dann plötzlich aber nach den schlechten, in Anführungsstrichen, ersten 10 Minuten, dann entwickelt sich doch eine gewisse Stabilität und eine Ruhe und du spielst das Ding locker 3-0 raus. Das gibt echt, also da bin ich fest von überzeugt, dass das Selbstvertrauen gibt. Ne? Und dann mit diesen beiden neuen Trainern und so, also alles plötzlich, was dann von uns ja auch in Frage gestellt wurde, wird ad absurdum geführt, ja, und ja, du machst einen guten Job. Also das ist eigentlich das, wo man sagen kann, ja, das sieht gut aus. Ne? Zumal das Wochenende gar nicht insgesamt so schlecht gelaufen ist für den BVB. Das kommt noch dazu, Mensch, das war ein super Wochenende. Ja, da sind wir doch gar nicht drauf eingegangen. So, also Gladbach schlägt Stuttgart mit 3-1. Ja. Frankfurt schlägt Leipzig. Ja, ja so, super. Ja. Und wobei Frankfurt ist natürlich jetzt dicht hin, aber klar. Und besser, die besser. Genau, und die Freiburger spielen unentschieden gegen Union. Doof, dass die Leverkusener, aber die sind ja sowieso gefühlt jenseits von Gut und Böse und machen dann auch mit ihrer zweiten und dritten Reihe dann doch noch irgendwann das entscheidende Tor. Ja, in der 90 plus 4. Ne, das genau, so gegen Augsburg. Ne? Also insofern. Und Bayern gegen Hoffenheim, was vergessen. Ne? Hoffenheim war ja auch hinten dran bei uns. Ne? Also dieses ganze, also alle Spiele, die die BVB in irgendeiner Art und Weise betroffen haben, sind super positiv ausgegangen. Mhm. Besser konnte es eigentlich nicht sein. Ne? Jetzt hast du erstmal nach hinten ein bisschen Platz. Gut, Frankfurt ist hinten dran, aber vorher waren das ja 3 oder 4 Mannschaften, die direkt in Schlagweite waren. Ja. Jetzt hast du nur noch Frankfurt. Freiburg ist schon mal mit 25 Punkten weg. Hoffenheim mit 24 ist weg. So, das ist schon mal klasse. Dann Leipzig ist jetzt noch nicht in direkter Schlagweite, weil das Torverhältnis einfach zu gut ist. Leipzig ist auf jeden Fall jetzt wieder dicht dran. Es sind nur noch 3 Punkte plus Torverhältnis. Stuttgart nur noch 4 Punkte plus Torverhältnis. Also es läuft. Ne? Also was da, das kommt auch noch dazu. Das ist absolut richtig, was du sagst. Ja. Das sieht schon mal wieder ganz, ganz anders aus. Und Leipzig muss ja am Wochenende zu Hause gegen Leverkusen spielen. Ja. Auch keine einfache Aufgabe. Wobei, wie gesagt, die Leverkusen haben natürlich echt jetzt aktuell Verletzungspech, ne? Das ist so, aber die haben ja insgesamt, gut, da kommen wir auch so, ne? Ja, präsentieren die sich als intakte Mannschaft. Gucken wir auf die Tabelle. Der BVB 30 Punkte, gut, hast du recht, Frankfurt dahinter mit 27. Beim BVB muss ja immer auch auf das schlechte Torverhältnis gucken. So ist es immer. Ja, aber das ist bei den Frankfurtern auch noch schlechter. Leipzig hat 33 Punkte. Die kriegst du zumindest punktetechnisch, könntest du die unter Umständen an diesem Wochenende mal eingeholt haben. Bei der Tordifferenz, das reicht noch nicht. Stuttgart 34 Punkte. Ne? Also, das ist ganz schön eng.
Und deswegen wäre es sehr, sehr wichtig, wenn denn der BVB beim vorletzten der Fußball-Bundesliga beim ersten FC Köln gewinnen könnte. Und über den ersten FC Köln und diese Konstellation haben wir noch gar nicht gesprochen. Machen wir gleich, aber noch eins jetzt zur Tabellensituation, weil ich erinnere mich zum Beispiel hier, Adrian Köster schrieb, übrigens aus, abgesehen davon, dass dann endlich seid ihr wieder da, ne? Mhm. Und die Bundesliga-Hinrunde geht mit einem super Herbstmeister zu Ende. Ja, ja. Adrian, da sind wahrscheinlich viele Fans des BVB, die Bayern nicht mögen, deiner Meinung, ja. Und ist ja schöner, mal so Leverkusen vorne zu sehen als Herbstmeister. Aber wenn du jetzt mal auf diesen 18. Spieltag guckst, das heißt den ersten der Rückrunde, da stellen wir nämlich fest, überraschenderweise, dass Bayern schon wieder Erster sein kann. Und warum? Obwohl sie jetzt noch 4 Punkte dahinter sind. Warum? Weil sie nächsten Mittwoch dieses Nachholspiel gegen Union haben. Richtig. Das heißt, wenn jetzt Leverkusen in Leipzig verliert, Bayern gegen Werder zu Hause gewinnt, was wahrscheinlich ist, und am Mittwoch Bayern gegen Union gewinnt, wer ist dann am 18. Spiel, nach dem 18. Spieltag schon wieder Erster? Ich will es doch gar nicht hören. Ja, genau. Also erfreuen wir uns doch mal an der Tabelle jetzt. Ich habe da auch ein bisschen, weil ich habe immer dieses minus eine Spiel, ja, aber das jetzt könnte es schon heiß werden. In dieser Konstellation am Wochenende, da könnte es sein, dass wir leider schon wieder die Bayern vorne sehen am 18. Spieltag. Aber gut, nach dem 18. Spieltag, aber gut. So, und jetzt erzähl uns doch bitte mal was, weil ich bin ja gänzlich, wie du mittlerweile ja weißt, gänzlich unvorbereitet. Ich weiß, die Kölner, die haben sich von ihrem Trainer getrennt. Das ist auch schon wieder ein paar Tage her. Und die Kölner stehen ganz unten im Keller. Ja, so. Die stehen ganz unten, ja. Die stehen haben, also fast ganz unten, ne? Also sind vorne. Ja, naja gut, also das ist schon ziemlich weit unten. Ne? Das ist schon ziemlich weit unten. So. Ja, also die haben jetzt natürlich mit meinem fast Namensvetter Schulz, der anders geschrieben wird, einen neuen Trainer. Und ja, die hatten dieses Spiel zu Hause gegen Heidenheim, wo sie natürlich unheimlich viel erwartet haben. Und es lief ja auch eigentlich nicht ganz unrund. Selke-Führung nach 29 Minuten 1-0, ja. Aber dann haben sie sich doch noch eingefangen. Wobei Heidenheim, das muss man ja nochmal sagen, das ist ja unfassbar. Ne? Das haben wir noch so richtig verdrängt irgendwie, ne, zwischendurch. Die sind neu da mit 21 Punkten, aber das nur am Rande. Mhm. Also die haben mitnichten aufgegeben, sondern haben das 1-1 geschafft. Ne? Und jetzt kommt dazu, Selke, der Torschütze, hat sich auch noch verletzt, ist nicht dabei. Uth ist sowieso nicht dabei und Waldschmidt auch nicht dabei. Das heißt, die haben, was die Offensive angeht, wo sie sowieso übrigens mit Abstand die schlechteste Mannschaft sind. Die haben erst 11 Tore geschossen. Hut ab, ne? Der nächstbessere Club ist, glaube ich, weiß nicht, Darmstadt mit 14. Also die haben erst 11 Tore, haben jetzt auch noch Selke und Waldschmidt nicht dabei. Das heißt, die spielen praktisch ohne Sturm. Ja, der da jetzt in Frage kommt, ist Stefan Tigges. Kennst du auch noch, ne? Ex-BVB. Ja. Ja, ja. Das ist derjenige, der jetzt da wahrscheinlich in diese Spitze rücken wird. Aber der hat auch schon mal gegen seinen ehemaligen Verein Borussia Dortmund getroffen. Ja, das weißt du auch, ne? Ich weiß, ja. Gut, aber nochmal, ja, die haben 11 Tore. Mhm. Ja, und da ist natürlich richtig Druck, ne, in Köln. Das steht schon mal fest. Also, mit dieser Problematik und es lief unrund und jetzt hat es ja auch noch hier geschneit wie Hulle überall bei uns hier, ja, in Köln, die stehen, die wissen ja gar nicht, ob das Spiel stattfindet, aber ich glaube, das wird bis Samstag werden sie es wohl hinkriegen. Also da ist schon mal richtig Dampf auf dem Kessel, ne? Also das steht schon mal fest. Ne? Also da will ich mal sagen, auch da wird die Defensive jetzt vom BVB nicht, also so Gott will, nicht allzu sehr gefordert sein. Ja, aber was Kainz war ja auch angeschlagen, der ist auch jetzt erst wahrscheinlich wieder dabei. Der ist dabei, ja. Also es sieht alles erstmal grundsätzlich nicht so schlecht aus. Ah. Aber jetzt kommt, darf ich das ganz kurz so sagen, ich habe mal kurz in den letzten Spielen gestöbert. Die letzten Spiele in Köln, die waren ehrlich gesagt jetzt nicht so erfolgreich. Das habe ich nämlich auch so irgendwie noch so in einer bösen Erinnerung. Ne? Genau, letztes Spiel haben wir nämlich verloren in Köln. 3-2, das war im Oktober 22. Und davor gab es mal übrigens nur 2 Unentschieden. Ja, und zwar im März 22 und im März 21. Einmal 1-1, einmal 2-2. Also die letzten 3 Auswärtsspiele in Köln waren mit einem Sieg gekrönt. Ja. Ja, und das ist dann ja immer wieder so das Thema, ne, was du gerade gesagt hast. Also spricht eigentlich alles dann wieder für den BVB. Die Wettquoten sowieso. Ne, da gilt Köln im eigenen Stadion als der krasse Außenseiter. Alle erwarten jetzt diesen Flow, ne, die Geschichte.
muss weitergeschrieben werden. Der Ian Marzen wird da wie ein Turbo über die linke Seite, ne, alles geben. Moukoko wird in der Mitte treffen nach Vorlage von Jadon Sancho. Aber das darf natürlich in den Köpfen nicht so stattfinden. Das ist ja immer so dann dieses Problem, ne? Auch bei Profifußballern, dass das in den Köpfen eben nicht so schon wieder zum Selbstläufer werden darf, weil ansonsten wirst du bei kalten Temperaturen in Köln möglicherweise auch von einer extrem ersatzgeschwächten potenziellen Abstiegsmannschaft eiskalt erwischt. Ja, aber nochmal, ich habe ja den Eindruck, dass oder den Eindruck gehabt letzte Woche in Darmstadt, dass dieses Problem, das ja fast in allen Spielen gefühlt in den letzten 2-3 Jahren gegen irgendwelche Underdogs aufgetreten ist, ja, das ist da irgendwie, ich habe das Gefühl, dass das irgendwie ja besser geworden ist. Nochmal, ich weiß nicht warum, ich kann es nicht an irgendwelchen Daten festmachen. Das war jetzt irgendwie so eine subjektive Wahrnehmung, als ich das Auftreten der Mannschaft in Darmstadt gesehen habe. Und jetzt sage ich dir noch was Positives, ja? Der letzte Sieg des BVB in Köln, der stammt vom August 2019, Gott sei Dank, ja. Der letzte Sieg war, wie gesagt, da und der BVB hat 3-1 gewonnen. Lag 1-0 hinten. Und jetzt rate mal, wer das 1-1 geschossen hat. Jadon Sancho. Ja, siehst du. In der 70. Was soll ich da sagen? Dann 2-1 Hakimi, 86. und 3-1 Paco Alcácer, 90 plus 4. Ja, also Sancho, noch eine schöne Erinnerung. Nicht nur, dass er sich jetzt in Dortmund wohlfühlt mit seinem Freund Reus. Jetzt spielt er auch noch das erste Auswärtsspiel in Köln. Zweiter und wo er das letzte Mal auch noch ein schönes Tor geschossen hat. Ja, verstehst du? Darmstadt war auch auswärts. Bitte? Darmstadt war auch auswärts. Ja, gut, siehst du, ja, perfekt. Aber das erste Auswärtsspiel der Rückrunde, komm, irgendwie kriegen wir es dann. Ja. Das muss er doch noch im Kopf haben, das schöne Tor damals. Ja. Also tatsächlich, wenn du gegen Köln, ich meine, nee, ich fange jetzt gar nicht wieder an, auf diese ganzen Spiele da gegen Bochum und was das war. Nein, also ich habe echt ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Also das, es läuft irgendwie, da scheint sich doch jetzt einiges an positiven Dingen in der Mannschaft etabliert zu haben. Ja, ich bin guter Dinge, muss ich ehrlich sagen. Das ist doch schön. Dann lass es uns doch dabei belassen und wir freuen uns auf einen spannenden Spieltag. Es ist ja auch wunderbar, dass man wieder etwas positiver dann um die Häuser ziehen kann. Ich hatte mich ja schon dann an deine Worte erinnert, als du gesagt hast, ey komm hier, vergiss doch diese komischen Testspiele da im Trainingslager. Als ich in der vergangenen Woche da mit Marcel Schmelzer gesprochen habe und mit Sebastian Kehl und Schmelzer ja ähnlich unterwegs war, ne, der sagte, ach ja, komm hier, Trainingslager, da diese Testspiele, das ist das eine. Aber ich habe das Gefühl, auch durch diese, genauso wie du, auch durch diese Verpflichtungen der neuen Trainer, dass die Botschaft jetzt angekommen ist bei den Herrschaften. Ja, wollen wir mal gucken, dass das wirklich auch Nachhaltigkeit erzeugt und dass wir nicht irgendwie schon wieder in den großen Katzenjammer einstimmen später. Es gibt Chancen für den BVB, das ist ja das Schöne. Du siehst ja, ein guter Spieltag und bupp, bist du schon wieder mittendrin im Geschehen. Nicht um den Titel, aber doch um die ganz begehrten Töpfe da, um die Champions-League-Qualifikation. Und deswegen hoffen wir mal, dass der BVB da weitermacht, wo er in Darmstadt angefangen hat. Na? Ja, da bin ich dabei. So. Ja, die Stimmung muss besser werden. Also ich muss noch mal kurz auf unsere Kommentare zum Schluss noch mal hinweisen. Ich wollte es eigentlich am Anfang tun, aber Eloko, habe ich noch nie vorher gesehen, aber schreibt als erstes, Mensch, was seid ihr denn so pessimistisch? Dass es zu 1000% richtig war, Jadon zurückzuholen, war mir von Anfang an aber sowas von klar. Also bitte, meine Herren, ein bisschen mehr Euphorie und der Glauben, dass es eine erfolgreiche Rückrunde war. Sonst war es eigentlich wie immer ein absoluter Genuss, euch beiden zuhören zu dürfen. Also Eloko, ich hoffe, dass wir dich heute nicht so enttäuscht haben. Ich habe mir so ein bisschen, ehrlich gesagt, zu Herzen genommen, weil ich habe auch das Gefühl gehabt, wir waren eigentlich, ne, oder? Waren wir ein bisschen... Nein, wir können ja auch sagen, man kann ja auch sagen, wir haben schon ein bisschen was erlebt. Und das hast du auch in dieser Saison schon wieder genauso gehabt. Also das Spannende beim BVB ist ja, dass es nie langweilig wird. Also diese Achterbahnfahrt, die begleitet uns ja gefühlt, denk doch nur an die vergangene Saison. Da warst du abgeschlagen. So, dann haben wir jetzt doch noch die Meisterschaft und am Buff. Und dann liegst du dann auf der. Ja, ja. Oder was Wetter? Ja.
Oder war das Wetter auch so schlecht und so düster, das schlägt mir immer aufs Gemüt. Also da geben wir mal jetzt alles recht, da geben wir dir mal recht, wir waren vielleicht ein bisschen, vielleicht kam es ein bisschen zu pessimistisch rüber. Ja, wir waren eben gezeichnet von den Erfahrungen der letzten ein, zwei Jahre. Aber, und diesmal wird alles besser. Aber genau. Nein, aber sonst war alles positiv. Auch Rupert Brodwig wieder, weißt du, schön, dass ihr wieder da seid. Das hat mir auch schon wieder, weißt du, hat mich auch positiv gestimmt. Und dann haben wir noch eins, muss ich noch hier, BVB-GF2OE, was immer das heißt, na endlich ihr Halunken. Ja, ja. Wird endlich Zeit mit euch. Ja. Liebe Grüße von einer leidenden BVB-Fanin. Ja, also da, das soll jetzt dann das Schlusswort sein. Ja, ja, das freut mich natürlich auch, dass Faninnen absolut uns auch zuhören und sich freuen. Und ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass dass unsere jetzt optimistische Grundeinstellung sich auch auf das Spiel niederschlägt am Samstag in Köln. So soll er sein, du Halunke, Michael. Ja. Ich wünsche dir, sag mal, was hast du denn für eine aktuelle Schneehöhe bei dir? Ja, hör mal, das ist ja der Grund, warum ich jetzt nicht im Studio sitze. Wir wollten uns ja heute zum neuen Jahr zum ersten Mal ins Studio setzen. So, ich konnte natürlich jetzt nicht kommen, weil ich wohne ja in der Nähe von Köln im Bergischen Landbach, im Bergischen Land, aber im Wald, habe ich ja schon mal gesagt. Bei uns liegen 25 bis 30 Zentimeter. Ich konnte heute also nicht raus, weil wir wohnen da, da wird auch nicht geräumt. Und es liegt richtig Schnee. Die schön. Sonne scheint jetzt und es ist totales Chaos, weißt du? Das Chaos kannst du daran festmachen. Unser Hund, ja, der ja ein echter Ibizenko ist, ja, auf Ibiza geboren, ja, der ist draußen im Schnee und freut sich. Das ist unfassbar, oder? Und tut. Ach, ja, ist das herrlich. Aber jetzt hör mal zu, unsere angeblich sibirischen Waldkatzen, ja, ich muss mit der Züchterin nochmal sprechen, die gehen nur unter Protest auch nur einen Meter raus. Und ich mache hier heute Morgen, als ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe, auf meinem Tisch, der vor mir ist, meine alte, hochgeschätzte Designerlampe an, die noch eine so eine alte Lampe drin hat, die noch wärmt. Ich brauche dir nicht sagen, wer gerade darunter liegt. Vor mir da auf dem Tisch liegt und sich regelt, ja, in der Wärme, unter der Wärme der sibirische der Lampe. Tiger. Die sibirische Waldkätzin, ich meine Lia, die sich gerade auf den Rücken dreht. Ja, also die Welt ist verkehrt, aber wie gesagt, es ist traumhafter Schnee hier und ich gehe jetzt gleich raus in die Sonne und werde vielleicht sogar meine Skier drunter. Hast du denn eigentlich für deinen Hund auch noch ein Mäntelchen oder friert er draußen? Und der hat so einen dicken Pelz, der ist froh, wenn er mal draußen ist. Dann muss ich dir mal wieder Fotos schicken. Du, jetzt wird es sehr persönlich hier für euch. Aber da muss ich dir mal, ich war gestern Abend noch mit meinem Dobermann war ich noch auf dem Feld und der kriegt natürlich seinen Schneeanzug an, ne? Echt? Ist das wahr? Nein. Doch. Ja, komm, der hat keine Unterwolle. Nee, weißt du was, der ist jetzt 5 Jahre alt und als wir den vor 3,5 Jahren aus dem Tierschutz geholt haben und der erste Winter kam, da haben natürlich meine Frauen zu Hause echt Angst um das arme Kerlchen gehabt. Und gesagt, der friert doch, der hat doch keine Unterwolle. Ja, deswegen hat der natürlich, ist sehr lustig, so ein Dobermann mit Schneeanzug, ich sag dir das, ne? Ja, aber hat Schlappohren. Ja, gefährliche Hunde, aber ein Pelz an. Quatsch, gefährlich. Nein. Es ist wunderbar. Also ich erfreue mich da auch sehr dran, ja, wenn unsere Tiere Spaß haben und durch den Schnee tollen. Und ich erfreue mich dann auch mit dir gemeinsam daran, sollte der BVB es schaffen, übermorgen in Köln das nächste Ausrufezeichen zu setzen. So, jetzt seid ihr dran. Schickt uns eure Einschätzungen, schickt uns eure Schneegeschichten von oder ohne eure Haustiere. Wir freuen uns über alles, was von euch kommt, wie ihr seht. Es bleibt dabei auch in diesem Jahr. Wir machen es nur für euch. Ja, also wir lesen eure Kommentare, wir haben große Freude an unserer Community und wünschen uns, dass sie auch in diesem Jahr weiter wächst. Ja, apropos, darf ich noch eins sagen? Nee, Stefan Ziegler hat gefragt, 2025 Platz 5 Champions League. Pass auf, Stefan, ich wollte es rauskriegen, ich habe es nicht geschafft, weil ich heute Morgen in den Schnee musste. Wir klären das hoffentlich bis nächste Woche. Also, das war's dann aber auch. So soll das sein, ja? Ja. Hör mal, also schöne Zeit. Fast eine Halbzeit rumgekriegt. Ja, knapp 45 Minuten. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit uns. Macht's besser. Bis dahin. Ciao. Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?